Zum Entspannen der Uhr. 1, 2, 3. Bestätigen. Es erscheint das Hauptmenü. Das erste ist die Programmierung. Mit Plus und Minus schaltet man es dann durch. Dann kommt Uhr korrigieren, Nebenuhr korrigieren, Turmuhr korrigieren, Sommerzeit, Melodie speichern und Name der Melodie. Wir brauchen als erstes Uhr korrigieren. Das bedeutet, ich stelle die Uhrzeit von dieser Hauptmutteruhr neu ein. Okay, bestätigen. Gib mal das Datum ein mit Zahlen. Weiter, 16.07.23 passt. 15 Uhr, auch wieder mit Zahlen. Die aktuelle Zeit eingeben, die aktuelle Funkzeit natürlich vom Handy ablesen, eingeben, mit OK bestätigen. Dann geht es weiter mit Plus wieder auf Turmo korrigieren. Wählt man an und dann sieht man hier Zeiteingabe von Turmuhr. Sobald man das quasi in dieses Programm reingeht, stoppt die Uhr außen automatisch. Dann geht man raus und schaut drauf, okay, was habe ich für eine Zeit außen auf meiner Turmuhr. Sagen wir jetzt mal, die Uhr geht eine Viertelstunde nach, dann habe ich jetzt außen auf der Turmuhr 14.45 Uhr. Das gebe ich dann hier in dieses Feld ein mit den Zahlentasten, bestätige mit OK und gehe mit Escape komplett raus wieder zum Startbildschirm. Nun weiß die Uhr die genaue Funkzeit und holt automatisch die Turmuhr zur korrekten Zeit nach. Und das war's.